Lacht ihr gerne? Dann habt ihr Glück, denn einige der besten Komödien aller Zeiten werden fortgesetzt. Und zwar schneller, als ihr denkt. We got one! Eine dritte Ghostbusters-Fortsetzung lag jahrzehntelang auf dem Tisch. Und obwohl Dan Aykroyd sicherlich ehrgeizige Pläne für das Franchise hatte, wurden sie leider nie verwirklicht. Stattdessen bekamen die Fans mit Paul Feigs Ghostbusters aus 2016 ein Reboot, in dem die Geisterjäger von Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones und Melissa McCarthy neu besetzt wurden. Das mäßige Einspielergebnis des Films und die mäßigen Kritiken sorgten dafür, dass es keine Fortsetzung geben würde. Und so hat Sony Ghostbusters mit Ghostbusters Legacy aus dem Jahr 2021 noch einmal neu aufgelegt. Der Film, der in der Welt der Original-Ghostbusters-Filme spielt und Cameos von lebenden und nicht so lebenden Mitgliedern des Originalteams enthält, war ein Hit an den relativ gedämpften Kinokassen der Covid-Ära und veranlasste Sony, grünes Licht für eine Fortsetzung zu geben. Jason Reitman, Regisseur von Ghostbusters Legacy und Sohn des ursprünglichen Ghostbusters-Regisseurs Evan Reitman, wird zurückkehren, um eine Fortsetzung von Legacy zu schreiben und zu produzieren, die den Titel Ghostbusters Firehouse tragen soll. Gil Keenan von Monster House wird ebenfalls als Co-Autor fungieren. Wie die Endsequenz von Legacy andeutet, wird der Film in New York City spielen, genau wie die Ghostbusters-Filme der 80er Jahre. Während einige Darsteller aus Legacy zurückkehren werden, wurde noch nicht bestätigt, ob Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson oder Rick Moranis zurückkehren werden. Aber die Fans hoffen zweifellos auf das Beste. Basierend auf einer Reihe von Sketchen aus der Nickelodeon-Sendung All That kam Keenan und Kels Good Burger 1997 in die Kinos. Welcome to Good Burger, home of the Good Burger. Can I take your order? Der Film Good Burger, in dem es um die Rivalität zwischen dem Fastfoodladen Good Burger und einer seelenlosen Unternehmenskette geht, spielte an den Kinokassen bescheidene 23 Millionen Dollar ein. Aber Nostalgie, Heimvideos, häufige Ausstrahlungen im Fernsehen und Keenan Thompsons Aufstieg zur Kultfigur der Popkultur haben den Film zu einem Kultklassiker gemacht. Paramount hat dies zur Kenntnis genommen und im März 2023 weitere Good Burger bestellt. Good Burger 2 soll irgendwann im Jahr 2023 bei Paramount Plus anlaufen und folgt einem heruntergekommenen Dexter, der zu Good Burger zurückkehrt, um an der Seite von Ed zu arbeiten, der Jahrzehnte später immer noch im Restaurant angestellt ist. Neben Thompson und Mitchell kehrt auch Carmen Electra als Möchtegern-Diebin Roxanne zurück, die das Rezept für die geheime Soße stehlen will. Wird der Film den Kultstatus des Originals erreichen? Da könnt ihr genauso gut raten wie wir. Aber wir hoffen, dass Good Burger 2 so oder so für ein gutes Essen sorgt. Im Jahr 2002 wurde My Big Fat Greek Wedding zu einem ebenso großen wie unerwarteten Phänomen der Popkultur. Die Geschichte begann ursprünglich als semi-autobiografische One-Woman-Show, geschrieben und aufgeführt von Nia Vardalos. Die Schauspielerin und Produzentin Rita Wilson sah das Stück und war begeistert. Und bald darauf auch ihr Mann Tom Hanks. Einige Jahre später koproduzierten sie die Verfilmung, einen Blockbuster, der weltweit 368 Millionen Dollar einspielte und damit die erfolgreichste romantische Komödie aller Zeiten ist. My Big Fat Greek Wedding führte zu einem Nachfolgefilm, My Big Fat Greek Wedding 2, sowie zu einem Spin-off auf CBS. Im Juni 2022 verkündete Vardalos in einem Instagram-Video, dass die Dreharbeiten für den dritten Film bereits in Griechenland begonnen hätten. Zwei Monate später waren die Dreharbeiten abgeschlossen. Vardalos führt bei dem Film Regie und übernimmt gleichzeitig wieder die Hauptrolle der Tula. Laut US Weekly kehren auch eine Reihe von Mitgliedern der Originalbesetzung zurück. Darunter John Corbett, Elena Kampouris, Andrea Martin, Louis Mandelore und Maria Vakratzis. Laut dem Trailer zum Film besucht die Familie Portokalos Griechenland und erfüllt damit einen letzten Wunsch des Patriarchen Gas. Der wollte, dass seine Nachkommen das Dorf erleben, in dem er aufgewachsen ist. My Big Fat Greek Wedding 3 soll am 8. September 2023 in die Kinos kommen. In Anbetracht der vielen Filme aus den 80er und 90er Jahren, die für ein modernes Publikum neu aufgelegt werden, war es nur eine Frage der Zeit, bis die bizarre Spukhauskomödie Beetlejuice von Tim Burton aus dem Jahr 1988 eine Fortsetzung erhält. Und tatsächlich, Beetlejuice 2 ist endlich in Arbeit. It's Showtime. Warner Bros. Bestätigte, dass die Entwicklung des Films auf der CinemaCon 2023 begonnen hatte. Kurz darauf wurde bekannt gegeben, dass Jenna Ortega von Wednesday zur Besetzung gestoßen ist und angeblich die Tochter von Winona Ryders Figur aus dem ersten Film spielen wird. Es wurde auch berichtet, dass Michael Keaton zurückkehrt, um seine ikonische Rolle als Beetlejuice selbst zu spielen. Er wird hier von den wiederkehrenden Darstellern Ryder und Catherine O'Hara begleitet, während die Newcomerin Monica Bellucci seine Frau spielt und Justin Theroux einen unbekannten Charakter spielt. Angeblich soll Willem Dafoe auch eine Art Cop im Jenseits spielen. Über die Handlung ist zwar wenig bekannt, aber wir wissen, dass Burton selbst wieder Regie führen wird. Beetlejuice 2 soll am 6. September 2024 in die Kinos kommen, aber durch den SAG-AFTRA-Streik verursachte Produktionsverzögerungen könnten den Film möglicherweise nach hinten verschieben. Roger Ebert bezeichnete This is Spinal Tap einst als einen der lustigsten Filme, die je gemacht wurden.
und es fällt schwer, ihm zu widersprechen. Der 1984 gedrehte Dokumentarfilm erzählt die Geschichte der aussterbenden Band Spinal Tap, die verzweifelt nach musikalischem Ruhm in einer Welt sucht, die sie vergessen hat. Auf ihrer Tournee durch die Vereinigten Staaten werden sie von dem nicht sehr talentierten Dokumentarfilmer Marty gefilmt, der von Rob Reiner, dem eigentlichen Regisseur des Films, gespielt wird. Es ist kein Wunder, dass This is Spinal Tap mit seinen so furchtbaren Songs und zahllosen improvisierten Witzen sofort ein Klassiker wurde. Und jetzt bringt Reiner die Band wieder zusammen. Die Originalstars Michael McKean, Christopher Guest und Harry Schreier werden ihre Gitarren in die Hand nehmen und in der kommenden Fortsetzung des Films, die 2024 in die Kinos kommen soll, pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum des Originals in Stonehenge rocken. Hoffentlich können sie die Fortsetzung auf 11 aufdrehen. Wir scheinen uns mitten in einer Eddie Murphy-Renaissance zu befinden. Nachdem er seit seiner Blütezeit in den 80er und frühen 90er Jahren allmählich aus dem Rampenlicht verschwunden war, ist Murphy plötzlich in großem Stil zurück. In den letzten Jahren gab er 2019 eine von der Kritik gefeierte Vorstellung in Dolemite Is My Name, feierte eine triumphale Rückkehr zu Saturday Night Live als Moderator, kündigte neue Stand-Up-Comedy-Specials für Netflix an und eine Fortsetzung eines seiner größten Hits aus den 80er Jahren, Beverly Hills Cop. Will you go put your trunks on and get in this pool? Die vierte Folge des Beverly Hills Cops-Franchise wird ebenfalls eine Zusammenarbeit zwischen Murphy und Netflix sein, nachdem Paramount bereits 2016 den Stecker für ein geplantes Beverly Hills Cop 4 gezogen hatte. Murphy wird erneut in die Rolle des Detroiter Cops Axel Foley schlüpfen, der immer wieder nach Beverly Hills reist, um verschiedene Verbrechen aufzuklären. Ursprünglich sollte Beverly Hills Cop 4 von den Regisseuren von Bad Boys for Life, Adil El Abi und Bilal Fallah inszeniert werden. Nachdem diese jedoch ausstiegen, um sich auf Bad Girl zu konzentrieren, ging der Job an Mark Molloy, einen aufstrebenden Filmemacher, der durch seine Apple-Werbespots auf sich aufmerksam gemacht hat. Was das Drehbuch angeht, hat Murphy bereits gesagt, dass er bereit ist, loszulegen, sobald das Skript fertig ist. Und im August 2022 berichtete Deadline, dass Will Beale, der vor allem für die Drehbücher zu Aquaman und Zack Snyder's Justice League bekannt ist, sich Axel Foley angeschlossen hat. Dieses Mal werden Murphy und seine Beverly Hills Cop-Veteranen von Kevin Bacon, Joseph Gordon-Levitt und Solar-Durchbruchstar Taylor Page unterstützt. In Anbetracht des durchschlagenden Erfolgs von Crazy Rich aus dem Jahr 2018 wäre es überraschend, wenn der Film nicht eine Fortsetzung erhalten würde. Nun, so wie es aussieht, bekommt er sogar zwei. Die auf den gleichnamigen Büchern von Kevin Kwan basierenden Filme China Rich Girlfriend und Rich People Problems sind beide bei Warner Bros. In Arbeit, auch wenn es noch eine Weile dauern könnte, bis wir sie zu sehen bekommen. Aufgrund der vollen Terminkalender der Darsteller und des Regisseurs John M. Chu werden die nächsten beiden Teile der Crazy Rich Saga wahrscheinlich nicht so bald erscheinen. Es scheint so, als wären die Drehbücher noch nicht einmal fertig, wie Michelle Yeoh gegenüber E! News erklärte. Wir warten noch darauf. Wir wissen, dass es einen Autor gibt, also werden wir sehen. Laut Deadline wird Amy Wang von From Scratch die Drehbuchautorin sein, die die Autoren des ersten Films Peter Chiarelli und Adele Lim ablöst. Laut Produzentin Nina Jacobson ist geplant, beide Fortsetzungen hintereinander zu drehen, damit die Fans nicht Jahre zwischen dem zweiten und dritten Film warten müssen. Jacobson gibt zu, dass es wahrscheinlich eine Wartezeit für die Fortsetzungen geben wird, fügt aber hinzu, wir werden das im Nachhinein wieder gut machen, indem wir zwei Filme zusammendrehen. If you can dodge a wrench, you can dodge a ball. Es ist zwei Jahrzehnte her, dass das sogenannte Frat Pack die Hollywood-Komödie dominierte. Ben Stiller und Vince Vaughn, die Urgesteine dieser Szene, arbeiteten Mitte der 2000er Jahre in vielen Filmen zusammen, von denen der Film Voll auf die Nüsse aus dem Jahr 2004 vielleicht der bemerkenswerteste war. Voll auf die Nüsse ist ein breit angelegter und verrückter Sportfilm, der gleichzeitig die Klischees von Sportfilmen persifliert. Eine Geschichte von Gut gegen Böse, die auf dem Völkerballfeld spielt. Das Ende von Voll auf die Nüsse ist ziemlich eindeutig, aber da der Film ein äußerst profitabler Hit und ein Dauerbrenner im Kabelfernsehen war, wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Im April 2023 berichtete Deadline, dass 20th Century Studios eine weitere Runde Völkerball plant. Der Drehbuchautor von The Binge, Jordan Vendina, wird das Drehbuch schreiben und damit den ursprünglichen Autor und Regisseur Rawson Marshall Thamba ablösen. Ein Regisseur für diesen Film muss noch bekannt gegeben werden, aber Vaughn hat bereits zugestimmt, seine Rolle aus dem ersten Teil von Voll auf die Nüsse wieder aufzunehmen, nachdem er Vendina seine ursprüngliche Idee für den Film erfolgreich vorgestellt hat. In Freaky Friday geht es um eine Mutter und eine Tochter, die auf magische Weise den Körper tauschen und sich besser verstehen, nachdem sie buchstäblich einige Zeit in den Schuhen des anderen verbracht haben. Diese Formel lässt sich leicht wiederholen, wie die verschiedenen Versionen des Films zeigen, die 1976, 1995 und 2018 veröffentlicht wurden. Die Version von 2003 mit Jamie Lee Curtis als gestresste Mutter Tess Coleman und Lindsay Lohan als möchtegern Rockstar-Tochter Ann Coleman spielte 160 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und begründete Lohans Karriere nach ihrer Kindheit. Bei den Preisverleihungen
Oscar-Verleihungen für Everything Everywhere All at Once im Jahr 2022 erwähnte Curtis wiederholt, dass sie gerne noch einmal die Rolle der Tess Coleman spielen würde und deutete an, dass sie bereits erste Gespräche mit Disney über eine Fortsetzung geführt hat. Der Film wurde im Mai 2023 offiziell, als Curtis und Lohan Freaky Friday 2 in einer Retrospektive der New York Times über den ersten Film ankündigten. Die Kurzfilmautorin Elise Hollander wurde beauftragt, das Drehbuch für ihr erstes abendfüllendes Projekt zu schreiben. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass das Publikum in der Bubblegum-Komödie Natürlich Blond der quirligen Studentin Elle Woods an die Harvard Law School folgte. Elle Woods. Welcome to Harvard. In dem Film Natürlich Blond 2 aus dem Jahr 2003, in dem Elle nach Washington D.C. ging, stieg sie weiter auf der Karriereleiter auf. Jetzt ist Elle zurück. Reese Witherspoon spielt nicht nur die Hauptrolle der Elle, sondern wird dieses Mal auch als Produzentin über ihr Hello Sunshine Banner agieren. Für das Drehbuch konnte sie die noch nie in meinem Leben Schöpferin Mindy Kaling und Dan Gur von Brooklyn Nine-Nine gewinnen. Auch Jennifer Coolidge, die in den beiden Vorgängerfilmen als Elles Freundin Paulette zu sehen war, kehrt für die Fortsetzung zurück. Eine Figur, die, wie Kaling verriet, im Film eine wirklich pikante Rolle haben wird. Was den Rest der Originalbesetzung angeht, so wissen wir immer noch nicht, wer zurückkehren wird. Aber wir wissen, dass es eine Menge neuer Gesichter in Natürlich Blond 3 geben wird. Zusammen mit viel mehr Vielfalt. Kaling verspricht, die Welt, wie sie jetzt ist, wieder zu spiegeln, ist etwas, das Reese wirklich wichtig ist. Und deshalb ist die Vielfalt super, super wichtig. Darauf kann man sich definitiv verlassen. Wir haben noch nicht viel über die Handlung erfahren, aber als großer Fan der Originalfilme freut sich Kaling sehr darauf, eine ältere und weisere Elle Woods wiederzusehen. Sie sagt, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Leute davon halten werden, wie wir Elle Woods mit 40 geschrieben haben. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich vorzustellen, wie Elle Woods mit 40 ist und wie sie mit 21 war. In einem Akt göttlicher Vorsehung oder vielleicht auch nur aus Hollywood-Nostalgie sieht es so aus, als würde Schwester Mary Clarence noch einmal ihre Kutte anziehen. Sister Act 3 wird in naher Zukunft auf Disney Plus Premiere haben. Whoopi Goldberg wird sowohl als Hauptdarstellerin als auch als Produzentin zurückkehren. Tyler Perry wird ebenfalls als Produzent an Bord kommen. Madhuri Chakkar wird das Drehbuch schreiben und Tim Fadell, der Schöpfer von High School Musical, das Musical die Serie, wird Regie führen. Im 1992 erschienenen ersten Sister Act spielte Goldberg Dolores Van Cartier, eine Lounge-Sängerin, die in einem Kloster ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird, nachdem sie Zeugin eines Mordes geworden ist. Sister Act erhielt 1993 mit Sister Act 2 in Göttlicher Mission eine Fortsetzung, in der Dolores als Musiklehrerin für eine Gruppe leistungsschwacher Schüler an einer katholischen Schule einspringt. Goldberg deutete in ihrem Profil für Variety im Jahr 2021 an, dass wir möglicherweise einige dieser Kinder wiedersehen könnten. Sie sagte, vielleicht werden einige der Kinder aus Sister Act 2 dabei sein. Wer kann das schon sagen? Die restliche Besetzung ist noch in der Schwebe, aber Sister Act 3 geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. But it has a whole lot of adults to go through, so if they don't get in its way, it could actually be pretty good. Fans der Bowling-Komödie Kingpin aus dem Jahr 1996 wird es freuen zu hören, dass eine Fortsetzung in Planung ist. Im Originalfilm spielte Woody Harrelson ein ehemaliges Bowling-Wunderkind, das glaubt, den Weg zum Ruhm gefunden zu haben, als er einen amischen Bowling-Superstar, gespielt von Randy Quaid, entdeckt. In dem Film spielt auch Bill Murray die Rolle von Harrelsons lebenslangem Rivalen. Bisher wurden noch keine Einzelheiten über die Fortsetzung bekannt gegeben. Außer dass Peter und Bobby Farrelly, die beim ersten Film Regie führten, wieder als Produzenten an Bord sein werden. Es ist jedoch unklar, ob die Farrelly-Brüder beabsichtigen, neben ihrer Produktionsaufgaben auch das Drehbuch zu schreiben oder bei der Fortsetzung Regie zu führen. Auch von der Originalbesetzung ist nicht bestätigt, dass sie für die Fortsetzung zurückkehren wird, obwohl sich die Fans sicher freuen würden, wenn sie Harrelson und Murray wieder gemeinsam auf der Leinwand sehen könnten. Bereit für eine weitere Reise nach Genovia? Es sieht ganz so aus, als würde Disney mit Plötzlich Prinzessin 3 ein neues königliches Abenteuer vorbereiten. Wir kennen noch keine Details zur Handlung und es sieht auch nicht so aus, als ob bisher jemand offiziell gecastet worden wäre. Anne Hathaway hat jedoch bereits in der Vergangenheit ihren Wunsch nach einem dritten Teil geäußert, sodass die Chancen gut stehen, dass sie in der Rolle der Mia Thermopolis zurückkehren wird. Julie Andrews ihrerseits plant anscheinend, die Fortsetzung auszusitzen, wie sie im Juni 2022 gegenüber The Hollywood Reporter erklärte. Vor allem ist es für mich jetzt zu weit weg, um dorthin zurückzukehren. Es ist ein schöner Gedanke, aber ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich möglich wäre. Heute ist Jackie Chan einer der beliebtesten Stars, die jemals auf der Leinwand zu sehen waren. Seinen ersten Hollywood-Erfolg feierte er mit der Actionkomödie Rush Hour. In dem Film aus dem Jahr 1998 spielte Chan einen kampfsportbegeisterten Detektiv aus Hongkong und Chris Tucker einen aufbrausenden Cop aus L.A. Gemeinsam spielten Chan und Tucker die Hauptrolle in dem achthöchsten Einspielergebnis des Jahres und lösten damit zwei Fortsetzungen aus.
Und nun ist ein dritter Film in Planung. Auf dem Red Sea International Film Festival verriet Jackie Chan, dass er im Gespräch ist, um Rush Hour 4 zu drehen. Er fügte hinzu, dass er gerade dabei ist, mit dem Regisseur über den kommenden Film zu sprechen, obwohl er die Identität des Filmemachers nicht preisgab. Die vorherigen Teile der Reihe wurden alle von Brett Ratner inszeniert. Da Ratner in Hollywood mittlerweile eine Persona non grata ist, wird wahrscheinlich ein neuer Regisseur die Regie übernehmen. Auch wenn Ratner behauptete, er würde Rush Hour 4 bereits 2018 drehen. Aber es sieht zumindest so aus, als würde Tucker zurückkommen. Im Gespräch mit V103's Big Tigger Morning Show sprach er über seinen bevorstehenden Arbeitsplan. Yeah, Rush Hour 4, that's something I definitely will probably drop in there, 'cause I love working with Jackie. Einen Termin gibt es noch nicht, aber es scheint, dass Rush Hour 4 auf jeden Fall in Arbeit ist. Election, einer der wichtigsten Filme der 1990er Jahre, ist eine rabenschwarze Satire, die das politische System der USA durch die Brille einer Highschool-Wahl aufs Korn nimmt. In dem Film kämpft Reese Witherspoons Tracy Flick unermüdlich darum, Präsidentin der Schülervertretung zu werden und tut alles, was nötig ist, um zu gewinnen. Währenddessen versucht der verbitterte Lehrer Jim McAllister verzweifelt, Tracys Chancen auf Stimmgewinne zu zerstören. Jetzt, all diese Jahre später, sieht es so aus, als käme Tracy Flick zurück, entschlossen wie immer die Nummer 1 zu werden. Tracy Flick can't win, wird Witherspoon wieder mit Alexander Payne, dem Regisseur des Originalfilms, zusammenbringen. Das Projekt basiert auf dem Roman von Tom Perrotta, in dem Flick wieder an die Highschool zurückkehrt und versucht, Rektorin zu werden, während sie mit ihrem Leben kämpft, das sich nicht so entwickelt hat, wie sie es geplant hatte. Es gibt zwar noch kein Veröffentlichungsdatum, aber man kann davon ausgehen, dass die Fortsetzung von Election irgendwann bei Paramount Plus anlaufen wird. Hocus Pocus war bei seinem ersten Kinostart im Jahr 1993 nur ein mäßiger Erfolg. Als Halloween-Film, der aus irgendeinem Grund im Juli veröffentlicht wurde, spielte er an den Kinokassen etwa 45 Millionen Dollar ein. Auf Video und durch wiederholte, stark beachtete jährliche TV-Ausstrahlungen wurde er jedoch ein Hit. Anfang der 2000er Jahre war Hocus Pocus für unzählige Zuschauer zur Pflichtlektüre im Oktober geworden. Der Film erzählt die Geschichte des Teenagers Max, der zusammen mit seiner kleinen Schwester Dani und seinem Schwarm Allison versucht, die Rückkehr eines Trios böser Hexen zu verhindern. Bei seiner Premiere im September 2022 stellte Hocus Pocus 2 einen Zuschauerrekord für Disney Plus auf. In den ersten drei Tagen wurden 2,73 Milliarden Minuten gesehen. Und jetzt wird auch ein dritter Hocus Pocus auf Disney Plus ausgestrahlt. Im Juni 2023 sagte Disney-Manager Sean Bailey der New York Times, dass ein dritter Teil der komödiantischen Hexenserie in Arbeit sei.